der Nacht zu Dienstag kam es in Netphen-Beyenbach am Wurmel zum Brand der dortigen Wetterschutzhütte. Ein Ehepaar hatte gegen 2 Uhr zunächst Rauch durch das geöffnete Schlafzimmerfenster wahrgenommen und dann bei einem Blick aus dem Fenster auf der gegenüberliegenden Seite des Dorfes den Brand der Schutzhütte entdeckt. Die Eheleute alarmierten nicht nur die Feuerwehr, sondern begaben sich sogar zwecks Löschversuchen ebenfalls zum Brandort. Vor Ort jedoch war das Feuer schon so weit fortgeschritten, dass durch das Ehepaar keine Löschversuche mehr möglich waren. Die Feuerwehr Netphen löschte schließlich das Feuer. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro und die Hütte wurde komplett zerstört. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.